Alter, was geht ab, Leute? Hab ein paar Jungs hier vom Münchner Hauptbahnhof abgeholt. Mit einem bin ich zufällig Lucky Friends. Was für ein Zufall, gestern Abend Lucky Friend geworden. Heute zu Besuch da. Und er hat was sehr Besonderes für uns. Und dann in 15 Minuten fängt auch das Event an. Gönnen wir uns ein paar Gigis. Viele haben sich beschwert über die Feldforschung, Spezialforschung, aber ich finde es ganz okay. Schaut's jetzt. Neun einunddreißig braucht man. Aber immerhin, krasses Lucky Shiny. So, erster Raid, ein Regi-Steel, Regi-Steel. Muss natürlich hier am Stachusbrunnen sein, für die Besucher. Ah, bin gespannt, ob wir da die Shinies bekommen. Man munkelt, die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, aber es ist nur gemunkelt, noch kann ich nichts bestätigen. Schreibt unten in die Kommentare natürlich, wie es bei euch so lief. Konntet ihr euch einen shiny Regi schnappen? Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, ihr wisst Bescheid. Gebt ein Abo, einen Kommentar, ein Like und aktiviert die Glocke. Regi ist übrigens auf T4 runtergestuft, also sind schwächer als normal. Und dementsprechend auch leichter zu machen. Mit drei soliden sollte es ganz okay sein, ganz easy. Zu zweit machbar. Und ich hoffe, eine Hilfe für die ganzen Dorfspieler. Jetzt weiß ich gerade nicht, was ein 100 ist, aber von dem bräuchte ich sogar schon ein 100, aber kein Gut mehr, sondern nur von den anderen zwei. Von dem bräuchte ich unbedingt noch. Oh! Erster Raid Shiny! Interessant. Wo sind die anderen? Ich habe die anderen verloren. Nächster Raid. Schauen wir mal, ob wir direkt wieder ein Shiny bekommen. Alter, so voll. Okay, es ist Samstag, nach dem Feiertag. Die Leute gehen ab, aber auch spielerisch richtig krass. In der ersten Gruppe-Runde haben wir übrigens drei ein Shiny Regis hier bekommen. Inklusive mir, also. What the fuck ist das, Mann? Was war das für eine Attacke? Und übrigens, die Regis haben neue Attacken, mit denen die anscheinend gut sein sollen. Und... Oh, schade. Das wäre zu krass gewesen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was ein 100er ist. Spezialforschung läuft. Die erste Aufgabe war, mache einen Regi-Raid. Egal welchen. Fange 7 Gesteins-Pokémon. Schauen wir mal. Und entwickle 7. Was für mich ein Problem ist, denn ich habe immer sehr wenige Bonbons. Musste jetzt sogar einen MOBA entwickeln. Gerade fertig gelaufen und direkt entwickelt. Irgendwie muss ich den letzten noch zusammenkratzen. Und noch ein Regi-Eis kommt jetzt. Ah ja, und viele beschweren sich über die Belohnungen, finden die jetzt nicht so toll. Es gibt einen Labgas, es gibt sogar einen Despoter, es gibt Schilderos. Ich meine, schon okay, also wir haben eh nicht damit gerechnet, wir haben eh die Tickets für das ganze andere Zeug gekauft und das ist jetzt eigentlich der Bonus. Ganz schön voll. Kommt nur noch 87 ist 100, wir haben übrigens schon einen. Ein Kollege hat gerade einen bekommen, das heißt, wir haben hier erstmal alles erledigt. Nummer 1 zumindest. Nummer 2 ist jetzt auch nicht so schwierig. Mach einen Raid. Mach mal jetzt 7 Eis-Pokémon fangen. Das ist schon schwieriger. Ich habe eigentlich gar keine gesehen. Und entwickle 7. Zum Glück zählt jetzt dieses Regi-Eis. Oh ne, es ist ein Regi-Stil. Unser erster Regi-Rock. Seit dem ersten Raid kein Shiny mehr. Bei keinem. Also keine Ahnung, was da los war. Eventfehler oder so, was weiß ich, aber seitdem und sehr, sehr selten Regigog. Könnt ihr vielleicht damit zusammenhängen, dass die erste Quest Gesteins-Pokémon fangen und entwickeln ist? Vielleicht ändert sich das im Verlauf der Zeit oder im Verlauf des Tages. Ja, jetzt endlich unseren ersten Regigog. Oder vielleicht ist es auch einfach nur Zufall. Aber schauen wir mal.
Regigrock brauche ich noch gut und Shiny. Registeer bin ich eigentlich fertig, habe ich Shiny und gut. Also gut, 98. Und Regieis brauche ich noch gut und Shiny. Erste Quest abgeholt, Cognodon war schlecht, habt ihr glaube ich noch gesehen. Despotar war schlecht. Kollege, der das 100er Cognodon aus der Quest bekommen hat, hat auch noch einen Shiny Panzergon aus der Quest bekommen. Schauen wir mal. Und 1770 ist glaube ich nicht gut. Nein, nicht Shiny, schade. Wir sind wieder am Stachusbund. 1,5 Stunden später, Regieis in Shiny. Wir haben angefangen mit einem Registeel in Shiny. Ich habe mal ein Regieis. Ab jetzt wird nur noch hier geradet, Leute. Stachusbrunnen. Jetzt brauchen wir noch ein Regirock. Aber ich brauche immer noch ein gutes Regieis, also schön weiter fleißig Regieis raiden. Wir sind fertig mit der Quest. Abholen, Unoro-Stein. Das ist mein dritter sogar schon. Und. Achso, mache noch einen Stabschuss. Dann sind wir erst fertig. Heute. Ich dachte, ich kann jetzt Gigas abholen. Wir sehen uns gleich. So, jetzt aber können wir es abholen. 10 Bonbons, die Pose und. Unser Gigas! Oh Gott, ist das schlecht. Ab nächster Woche in den X-Rays. 18:30. Willkommen zurück, Leute. Abgesehen von den zwei Shiny, leider noch kein Highlight. Und auch leider noch kein Shiny Panzergon. Das ist übrigens mein 2000. legendärer Raid. Zeit für ein Shiny 100er Regirock. Ich habe ein Registeel Shiny, Regi Ice Shiny und Regirock fehlt mir noch. Und brauche natürlich noch ein gutes Regirock und ein gutes Regieis. Und natürlich hier saftige Arena-Punkte, aber Alter, die Straße, die ich euch gezeigt habe, hier zwischen Stachus und Marienplatz, da sind 5 Arenen, auf jedem ist ein Raid. Wenn du hier startest und dann da endest, sind hier wieder Raids drauf. Du kannst eigentlich den ganzen Tag hier rauf und runter gehen. Das ist echt abnormal. Aber egal. Jetzt gönnen wir uns erstmal einen Shiny 100er Regirock. Digga, der Kerl sieht aus wie Marcel Scorpion. Leute, falls ihr aus München oder Umgebung seid, würde ich jetzt schnell mal zum Marienplatz, zum Münzinger kommen. Naja. So. Ich bin immer noch verwirrt von diesem Marcel Scorpion Lookalike. Schlecht. Nicht shiny. 2000er Raid. Unnötig. Shiny Regieis, Leute. Das ist aber nicht der, den wir brauchen. Wir brauchen. Ups. Regirock immer noch. Aber dreimal die Quest gleich. Check mir ab. Ich glaube, jeder von denen hat schon Shiny Panzergon außer mir. So. Wir sind jetzt einmal die Straße runter. 6, 7, 8 Raids. Zeit für Shiny Panzergon. Die Quest gibt es übrigens nur für Ticket, Leute. Shiny Panzergon. Es ist Zeit für Shiny Panzergon. Es ist noch nicht Zeit. Shiny Nummer 3. Also drittes Regieis, Leute. Aber immer noch kein Regirock. Heißt, ich habe einen Regieis zum Vertauschen gegen einen Regirock. Und ich brauche immer noch einen guten. Minimum 96, dann wäre ich zufrieden. Checken wir mal die Panzerjagd. Ich habe gerade mein bestes Regieis gefangen. Problem, der war nur 93. Also mein bestes für heute.
Die Guten wollen nicht kommen. Jetzt haben wir vor uns zwei. Oh, leider kein Shiny. Zwei Wegesziele, die brauche ich eigentlich nicht mehr. Wir haben unseren dritten und letzten. Was heißt dritten? Ich habe zwei Registier, drei Regie Eis, glaube ich. Ne, ein Registier, drei Regie Eis und jetzt ein Regie Rock. Problem ist, ich brauche immer noch ein gutes Regie Eis. Ich bin mit 96 aufwärts zufrieden und Regie Rock. 96 aufwärts. Na, schauen wir mal. Hab die Jungs mal zum Dönerladen gezeigt, gebracht. Ist aber nicht derselbe. Selbe Kette, aber nicht derselbe. Deswegen kann ich mir nichts garantieren. Ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich glaube beim Döneressen. Wir sind jetzt, es ist kurz vor 19 Uhr, wir sind jetzt einfach schon 8 Stunden unterwegs. Einfach wie ein Vollzeitjob, oder? Das ist Rate Nummer 49. Die 50 machen wir noch vor und dann schauen wir mal. Ausbeute seht ihr später noch. Ist okay, shiny technisch ist gut, aber IV technisch ist halt schwach. Und das ist eigentlich das, was wir haben wollten. Und jetzt kommen viel zu viele Registier, also der ist irgendwie so häufig im Vergleich zu den anderen zwei. Das ist leidend. Rate Nummer 50. Das muss doch was heißen, Leute. 100er Regia ist jetzt. Alter, ich will nur 96 aufwärts, das reicht mir schon. Attack 15. 96. Nichts heute, nicht mal 93. Boah, Digga, 1733. Was ist das? Letzte Rate für heute. Ciao, ciao. Ciao, Mann. Ciao, gute Fahrt. Macht es gut. Ciao. Ciao, ciao. Ein anstrengender Tag. Die zweitmeisten Raids, die ich in meinem Leben gemacht habe und die meisten zu Fuß. Ich war einmal auf einer Autotour, Raid-Tour, Wafu-Tour, 100 Raids an einem Tag. Das hier ist natürlich anstrengend gewesen zu Fuß. Ich will jetzt nicht belohnt werden. Wie ist der, den ich gar nicht brauche? Aber einen Shiny nehme ich schon zum Tauschen. Ein Raid beim ersten Shiny bekommen, seitdem keinen einzigen Registier mehr. Oh, ich habe gar nichts gesehen. So. Alter, Fazit-Time. Alter, bin ich müde. Was haben wir hier für eine Quest? Oh, wir hatten noch eine Panzer-Ehrung-Quest. Okay, krass. Hä? Das müsste aber eine neue sein, also eine normale, keine Event-Quest, weil ich hatte eigentlich keine mehr über. Was war die Panzer-Ehrung-Quest? Muss ich gleich mal nachschauen, ob wir eine normale Panzer-Ehrung-Quest haben. Ausbeute! Schillernd. Habe ich einen Kleinstein geklickert. Das stoll Junior von heute Morgen, wo ich losgegangen bin. Lunastein getauscht. Grüße gehen raus an Manolito. Saftig, saftig. IV nicht so saftig, aber immerhin. Ein saftiges Shiny Lucky. Drei Regi-Eis, ein Regi-Steel, erster Raid und ein Regi-Rock. Leider kein Regi-Rock, 96 aufwärts und leider kein Regi-Eis, 96 aufwärts. Das waren meine großen Ziele, damit ich wenigstens die zweimal pushen kann. Jetzt muss ich hier irgendwie auf Lucky, Shiny, Regi-Rock und Regi-Eis warten, die hoffentlich 96 Minimum haben. Oder nochmal warten, bis die irgendwann nochmal wiederkommen. Ansonsten, Fazit, also Meinung zum Event. Es gibt so viele Meinungen jetzt, sehr, sehr gespalten. Manche fanden es gut, manche schlecht. Manche sind enttäuscht, manche nicht. Meine Meinung, nochmal morgen in einem extra Video, weil dazu kann man echt eine Menge sagen. Ich muss auch nochmal eine Nacht drüber schlafen, um mir meine Gedanken zu festigen über das Event. Die Regis sind auch noch am Start, also morgen, falls ihr irgendwas verpasst habt, könnt ihr nochmal auf Tour gehen. Und wahrscheinlich sind sie dann immer noch T4, das heißt, zu zweit, dritt könnt ihr das eigentlich auch schaffen und dann könnt ihr gezielt einen bestimmten jagen, der euch noch fehlt, in Shiny oder gut. Kommt drauf an, vielleicht mache ich das noch für Regi Steel und Regi Ice.
Aber wie gesagt, Fazit kommt morgen. Eure Ausbeute, eure Meinung und in den Kommentaren. Wie fandet ihr das Event? Wie lief es bei euch? Was war so eure Ausbeute? Habt ihr alle den Shiny bekommen? Habt ihr Shiny Panzergon bekommen? Den hatte ich leider nicht bekommen. Hattet ihr ein Ticket? Bereut ihr das Ticket? Hättet ihr jetzt im Nachhinein gerne ein Ticket gekauft? All das unten in den Kommentaren oder morgen unter das Video. Aber das war's von mir, Leute. Grüße gehen raus an die Jungs aus Regensburg. Man sieht sich beim nächsten Lucky Tausch. Und ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.